Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, The Ultimate Trial. Es geht wieder weiter. Im letzten Part waren wir in der Upsil Arena, wenn ich das richtig ausspreche, und haben dort Geisterseelen gefarmt. Das war auch ein richtig knackiger Kampf, also der war richtig spannend am Ende. Ich bin froh, dass ich da noch rausgekommen bin. Echt geil. Ja, und andererseits ist Gale jetzt hier aufgetaucht. Der fand immer den Sonnenaufgang oder so bei Hyrule ganz schön. Ich rede mal kurz mit dem. Hallo schon wieder. It's hard to believe we really are cut off from the rest of the outside world here. Also es ist schwer zu glauben, dass wir von dem Rest der Welt hier irgendwie abgeschnitten sind. But there's plenty to do in the stronghold, right? Let's make the most of it. Plenty? Ist irgendwas zu tun? Es gibt viele Sachen zu tun hier. I don't know. Auf jeden Fall würde ich gerne nochmal zu den Seelen in die Katakomben gehen. Würde da mal kurz gucken, ob wir da irgendwas machen können jetzt, Neues. Weil wir haben jetzt auch mit dem geredet. Der hat aber uns jetzt keine wirkliche Belohnung dafür gegeben, dass wir Geisterseelen befreit haben. Sondern einfach nur Infos so ein bisschen. Da haben wir jetzt so Infos gesammelt, wie dass die Gefühle haben und sowas, die Geisterseelen. Aber eine Belohnung haben wir dafür nicht erhalten. Deswegen, ich gehe jetzt hier nochmal ganz kurz in den Bossraum reingucken. Okay. Da sind meine Belohnungen. Ja, geil. 20 Rubine. Hä? Wie geil. Scheinbar müssen wir... Kann es sein, dass wir irgendwelche Bedingungen erfüllen müssen, damit die sich in Truhen verwandeln? Weil der hier wollte, glaube ich, 50 Rubine, oder? Oder? Was wollte der? 50 Carry Most Rupees. Müssen wir in einem Run 50 Rubine? Aber ich glaube, wir haben 50 Rubine gecarried. Keine Ahnung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was das bedeutet. Aber wir haben ja auf jeden Fall ordentlich Schatzkisten. Ich bin gespannt, was hier noch so passiert. 5 Rubine? Das ist ja mega lustig. Rubine. Okay, das hier ist eine grüne Kiste. Sieht auf jeden Fall anders aus. Mal sehen, was wir hier Schönes erhalten. War auf jeden Fall eine gute Idee, nochmal herzukommen. Ah. The Guy and Wallet. Geil. 600 Rubine können wir jetzt tragen. Oh, cool. Und hier kriegen wir nochmal ein bisschen Geld. 20. Wir haben 202 Rubine. Wir haben im letzten Part unseren Schild verloren, Leute. Ich bin am Überlegen, ob wir uns den anderen Schild kaufen, der quasi schwer ist zu verlieren. Weil dann haben wir den quasi standardmäßig ausgerüstet und können den nicht mehr verlieren. Ist doch eigentlich ganz geil, oder? Ich bin sehr, sehr zufrieden, Leute. Ich bin sehr zufrieden. Ich glaube, heute würde ich mal gerne mit dem Auge der Wahrheit... Ah, wir müssen auch noch mal Bogenschießen machen, ne? Aber ich würde gerne mein Geld, glaube ich, ausgeben. Ja, ich würde gerne in die Prüfung des Kindes nochmal reingehen heute. So, guck mal, hier. 150. Mystic Shield is defiantly difficult to lose and break it. Ich glaube, das ist ganz geil, oder? Was sagt ihr? Ich meine, der kostet nur 25? Der kostet 150, aber den verlieren wir halt nicht normal. Ich glaube, den nehme ich. Ich nehme den. Und der kann auch Energie reflektieren. Press R to use it. Cool. Ja. Ich glaube, ich nehme mir noch ein paar Pfeile mit. 50 Rubine. Ja, ich glaube, ich nehme mir noch ein paar Pfeile mit. Und wenn es geht, vielleicht auch ein paar Bomben. 20 Rubine. Ja. Das sollte passen, oder? Dann hier drüben noch ein paar Bomben. 15, 25. Ich nehme... Ich kann gar nicht so viele tragen. So, zack. Guck mal. Sind wir wieder gut ausgestattet, oder? Ja. Und hier rüste ich mal den Schild aus. Ich kann auch meine Kleidung eigentlich mal wieder anziehen hier. So, das sehen wir doch richtig cool aus. Geil. Okay, wir haben immer noch die
Strafe, dass wir kein Schwert benutzen dürfen. Ich denke mal, wir werden jetzt in die Prüfung des Kindes reingehen. Da wird sich das jetzt auch nicht ändern, großartig. Gehe ich stark davon aus. Miau. Ihr habt doch gesagt, die Hexe oben, wo wir die Pilze sammeln, die kann unsere Tränke gar nicht verbessern. Brauen, sondern die verbessert uns Tränke, ne? Das habt ihr erzählt. Dass die eigentlich dafür da ist. So, ich nehme mal das Auge der Wahrheit mit. Hammer ist ausgerüstet. Und wir gucken uns einfach mal jeden Raum kurz an, oder? Also kam so als Tipp. Ich hoffe, das ist nicht irgendwie nur so eine Idee gewesen, sondern wirklich ein Tipp, weil sich jemand auskennt. Das wäre cool. Boah, mit dem Hammer ist ja mega anstrengend. Warte mal, da ist doch bestimmt leichter mit dem Ding hier erstmal, oder? Treffe ich gar nicht. Lol. Okay, ich nehm den Hammer und ich nehme... Ich kann doch auch querhauen, oder? Kann man nicht auch querhauen? Warte mal, muss ich den dafür hier ausrüsten? So. Ich kann ihn damit nicht besiegen, oder was? Hä? Wie dumm ist das denn? Boomerang? Ja, das war jetzt doof. Ich habe vergessen, das Rad des Schicksals zu drehen. Fuck. Okay, sorry, Leute. Ich habe es vergessen zu drehen. Jetzt kann ich es nicht mehr drehen, weil jetzt kann ich es eh nicht mehr ändern. Sorry dafür. Beim nächsten Mal versuche ich mich dran zu erinnern. War jetzt mega dumm. Aber gut, wir werden jetzt wahrscheinlich hier eh nicht mehr sterben. Hoffe ich. Ich hoffe es. Hi. Okay, mache ich Schaden? Mein neuer Schild. Ich freue mich mega über meinen neuen Schild. Das heißt, den Energie reflektieren. Kann ich damit diese einäugigen Typen vielleicht irgendwie platt machen? Also die Zyklopen. Laser-Zyklopen. Kann man die damit besiegen? Vor allem jetzt... Ich bin nur hier reingegangen, um mit dem Auge der Wahrheit zu gucken. Warum mache ich das denn nicht? Bin ich denn dumm? Ich hoffe, ich habe jetzt nichts verpasst. Irgendwo. Alter. Hä? Junge, wie sieh den doch an? Oh mein Gott. Das ist ja eine Scham, was ich hier mache, ey. Beschämend, Leute. Sehr beschämend. Ja, ich hoffe, ich habe nichts verpasst jetzt irgendwo. Das wäre sehr traurig. Hier ist auf jeden Fall nichts erstmal. So, zack. Ich würde mal kurz ausprobieren, ob ich das jetzt irgendwie reflektieren kann. Mal so testweise. Ja, irgendwie ja nicht, ne? Okay. Das war gut. Ja, wir gucken einfach in jeden Raum mal kurz rein. Wenn nicht, spielen wir den halt einfach zu Ende. Und kriegen halt ein bisschen Kohle.
Falls ich das jetzt nicht finden sollte, das Geheimnis oder ein Geheimnis, dann war es entweder nur ein Tipp, dass ich das mal machen sollte. Oder ihr müsst nochmal genauer schreiben, auf welcher Ebene ich genau darauf achten soll. Bis jetzt sehe ich nichts. Aber gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass das dann eher so bei den Geistern vielleicht ist. Oder? Ich denke schon. Oh Gott, jetzt kommen hier die Fledermäuse. Ich hasse die Fledermäuse so sehr. Ich meine, normalerweise in solchen Gebieten hier gibt es ja... Wo ist die Fledermaus? Da. In solchen Gebieten hier gibt es ja normalerweise keine unsichtbaren Dinge. Normalerweise. Wir werden trotzdem natürlich immer mal reingucken. So, der ist ja very easy. Den haben wir jetzt schon so oft weggeklatscht. Okay. Hier ist auch nichts weiter los. Ja, ich denke, wenn, dann ist das wirklich bei den Geistergebieten. Denke ich mal stark. Hier werfe ich mal kurz eine Nuss. Nussi Knuspitz. Und dann wieder zurück auf den Hammer. Schön Geld. Ihr habt doch gesagt, ich soll auf jeden Fall mal drauf achten, wenn ich ein Gebietwechsel mache, also von einem Gebiet in ein neues Gebiet, soll ich am besten mal stehen bleiben und warten, bis meine Rubine eingesammelt worden. Weil sonst kann es halt sein, dass ich die verliere, weil ich wohl schon öfter mal Rubine liegen habe lassen. Wie auch schon mal einen fetten 20er, weil ich da halt nicht drauf geachtet habe. Werde ich auf jeden Fall in Zukunft machen und ein bisschen besser drauf achten. So, Auge der Wahrheit. I see nothing. Bin gespannt, ob wir wirklich hier noch was finden. Ansonsten war es halt eine kleine Geldfarmerei, sag ich mal. Ist auch okay, denke ich. Wenn wir das mal machen. Ja? Komm her, Kuppel. Ich kann euch auch übrigens immer nur wieder dazu auffordern, gerne auf die Website in der Videobeschreibung zu gehen und dort mal... Da würde ich auch gerne mal mit dem Pfeil reinschießen und dort neue Strafen vorzuschlagen. Gerne immer machen. Einfach auf die Website. Falsche Vorschläge gibt es nicht. Einfach vorschlagen und entweder werden sie genommen oder nicht. Ne, einfach machen. So, mit dem Hammer ging das nicht, ne? Nee, geht nicht. Doch, geht. Alles klar. So. Ich glaube, ich würde da gerne mal mit dem Pfeil reinschießen in das Auge. Ob es was bringt, ist eine andere Sache, aber das habe ich so gelernt. Auge, Pfeil. Nö. Ich habe sogar den Iris geschossen, das hat auch nichts gebracht. Schade. Hätte ja sein können. Uns fehlen auf jeden Fall noch viele Items. Ich bin gespannt, was da noch so kommt. Ob das jetzt so die Standard-Items sind, die man so kennt. Den Feuerinferno etc. pp. Oder ob da doch noch was Neues kommt. Man weiß es nicht. Das war schlecht. Das war knapp. Aber ich hatte lange keinen Treffer mehr. Da bin ich ein bisschen stolz drauf. Toll. Ist wieder verkackt. Na, 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 na. So, Tschüssikowski, mein Freund. Oh nein. Der ist unempfindlich gegen den Hammer? Das ist schlecht. Kann ich den benutzen oder den?
scheiße, dann muss ich das Schwert benutzen. Tut mir leid, Leute. Also ist ja nicht so, als ob ich es will. Ne, es geht nicht. Der ist hammer unempfindlich. Hammer unempfindlich. Ja, sorry. Keine Ahnung, warum das so ist bei dem. Und Auge der Wahrheit brauche ich noch. Zack. Aber hier gibt es jetzt auch nichts, wo ich sage, das brauche ich. Da gibt es irgendwas. Bisschen Geld. Nehmen wir mit. So. Ich glaube, jetzt könnte so ein bisschen das Gebiet kommen, wo ich aufpassen muss. Wo ich denke, ah, hier kann man vielleicht mal ein bisschen rumgeistern mit dem Auge der Wahrheit. So, wir gucken mal. Man kriegt auch Geld in den Büschen. Das sollte man mitnehmen. Denke ich. Aber hier war auch nichts mit dem Auge der Wahrheit zu finden, leider. Schade. Weiter geht's. Ich denke auch eher, es ist vielleicht dann da, wo die Geister kommen oder in der Gruft. Hier ist jetzt auch nichts. Nö. Da 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 da. Zack. Okay. Ein Händler sogar. Ach shit, ich habe jetzt nicht so viel Geld. Ich hoffe, der verkauft billig. Wow, shocking to see someone here. Wait a second. Ich bin erschrocken, dass ich jemanden hier sehe. Do you remember me? Erinnerst du dich an mich? Ich war in der Wüste. Lass mal nochmal deinen Namen. Link, okay. Quite sure what doing here myself. It's pretty comfortable, all things considered. Okay, er ist sich selber nicht ganz sicher, was er hier macht, denn er ist normalerweise sehr bequeme Dinge gewohnt. For a while I was living in the Haunted Wasteland. Also er war in der Wüste. Ne? Für eine Weile. An das letzte, was ich mich erinnern kann, dass ich von irgendwas angegriffen wurde und dann war mir schwarz vor Augen. Dann war ich hier im Stronghold und bin umhergewandert für eine Weile und I decided to close up shop and stay in here. I decided to close up shop and stay here. Also er wollte irgendeinen Shop machen und jetzt ist er hier. But, ja, jetzt bist du hier. Und ich kann mein Business starten. Why don't you find me in the armor shop and I will sell you something. Oh, geil. Okay, wir haben einen neuen Händler freigeschaltet quasi. Geiler Tipp, danke dafür schon mal. Why don't you take my carpet? Was ist denn ein Carpet? Was ist denn ein Carpet? Ein Teppich. Ich kriege jetzt einen Teppich? Vielleicht nutzt du dir mehr als mir. Ja, du hast ein Carpet. Er ist wirklich schick. You don't need it. But someone with a passion. Okay, die eine Dame da, die sammelt, glaube ich, Teppiche, ne? Ich hoffe, ich werde dich wiedersehen. Geil, danke, Leute. Sehr, sehr guter Tipp. Aber den hätte man ja schon längst haben können, ne? Theoretisch, wenn man auch so sehen dahin rennt, hätte man den auch schon längst haben können. Aua. So, okay, haben wir noch irgendwo was? Gibt es noch irgendwo was Geheimes oder war das alles? Das ist die Frage. Wir bringen es auf jeden Fall zu Ende. So viel ist klar. Wäre schon cool, wenn wir noch irgendwo ein Geheimnis finden, aber das war schon mega. Also neuer Händler und ein Teppich. Ja, die eine Frau, die will halt irgendwie Teppiche, ne? Weil die möchte, glaube ich, ihren Flur dekorieren. Vielleicht haben wir damit jetzt auch eine Tauschquest gestartet.
Wäre ja auch logisch irgendwie. Nein, jetzt ist der. Der stuckt. Ja, aber das sollten wir hinkriegen. Ich denke, wir haben jetzt kein Problem damit, das jetzt noch durchzuballern hier. Ah, hi, da bist du wieder. Gott. Komm. So, sonst noch irgendwas Unsichtbares. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo noch eine versteckte Truhe oder so, ne? Man weiß es ja nicht. Ba, ba, ba. Geil, ich freue mich. Ich hätte eigentlich gedacht, dass hier vielleicht eher was ist. In den Gebieten. Oder da, wo der eine Zombie noch steht. Ich bin die so nervig, die Geister. Warum? Es wäre cool, wenn man die im unsichtbaren Modus auch angreifen könnte. So, hier war nichts, gell? Nein, hier war nichts. Okay. Hier hat man mal den einen Deko gefunden, ne? Der übelst viel Kohle gebracht hat. Und vielleicht haben wir hier noch irgendwo was. So, Zombies sind scheiße. Aber von hinten geht's eigentlich. Okay, alles klar. Sollte ich mir angewöhnen, die von hinten anzugreifen? Hi, Kumpel. Sehr schön. Okay, war hier jetzt noch irgendwas? Das sieht halt auch mega auffällig aus. Nö. Okay. Weiter geht's. Hallo, Link? So, der. Tschüss. Der Deko rennt schon umher. Ganz fleißig. Und danach ist es ja nur noch eins und dann haben wir ja schon alles, ne? Warte, ich guck mal ganz kurz. Ah, soll ich nochmal hochrennen? Nicht, dass da irgendwie eine Kiste steht, eine unsichtbare. Aber nö. Okay. Oh, was machst du denn hier? Kumpel. Ja, okay. Hier war leider auch nichts los. Aber wir haben wieder ein bisschen Kohle bekommen. Ist auch nicht schlecht. So, der letzte. Unser Kumpel. Ist auch nur ein One-Hit mit dem Hammer. Haben wir denn hier noch irgendwas? Und im finalen Raum will ich mich auch nochmal umgucken. Vielleicht gibt es da auch noch irgendwas zu holen. Man weiß es nicht. Sorry dafür, ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Meine Nase, ne? Und so. Aber naja. Ah, die schöne Musik. Beautiful. Okay, hier scheint es aber nichts weiter zu geben. Aber geil. Haben wir jetzt einfach nochmal einen neuen Händler freigeschaltet. Einen Armor-Händler. Obwohl, das hat er nicht gesagt. Er hat nur gesagt, ich soll ihn treffen beim Armor-Händler. Dass es ein Rüstungshändler ist, hat er ja nicht gesagt direkt. Aber wir haben auch einen Teppich bekommen. So ist ja nicht. So. Ah, ich kletter die mal aufs Pult, ja. Extra, extra. I saw him a long time ago, but he had disappeared. He left turn on the outer guy was hitting within one of the droids. Genau. Er hat ihn lange nicht gesehen, der war irgendwie weg und der war wahrscheinlich in einer der Prüfungen. Und the merchant Nessim was heading off to the Misty Bomb Bazaar to set up a new shop. I hear it be the best place to get Bobon shoes. Okay. Also Misty Bomb Bazaar. Nessim heißt der scheinbar. Und der verkauft Krabbelminen. Schauen wir uns mal kurz an. Und ich würde sagen, im nächsten Part geben wir dann noch die Teppiche ab. Ja, sie sammelt Teppiche. Müssen wir dann mal gucken, ob wir ihr das geben können. Genau, hier. Link, mein Freund, want some Bobon-Shoes. Okay, wir können halt einfach Bobon-Shoes bei ihm kaufen. The price is 40 Rupees for 20 Bobon-Shoes. Wir haben aber noch keine Bobon-Shoes. Richtig? Haben wir noch nicht. Könnten wir uns holen. Aber will ich die jetzt kaufen?
Ich glaube, ich würde mir jetzt lieber nochmal einen Herzcontainer holen und dann im nächsten Part in die nächste Prüfung reingehen. Oder was sagt ihr? Also in die Erwachsenenprüfung, die mal wieder versuchen. Sollten wir mal wieder machen, denke ich. Aber wir haben schon was gemacht. Ich bin erfreut. Wie viel kostet denn einer? 100 Rupien? Nehmen wir mit. Komm. Muss mit. Neuer Herzcontainer. Okay, cool. Ich bin, glaube ich, ganz fröhlich damit. Im nächsten Part reden wir mit ihr nochmal, wegen dem Teppich. Hier. Na, ich denke mal, das könnte ein Trade-Item sein. Dass wir da jetzt anfangen, hier irgendwie rumzutraden, also zu tauschen. Ich glaube, das ist ganz cool. Wir sind lange nicht gestorben. Ich freue mich. Okay, Leute, das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken, kommentieren. Bis zum nächsten Mal zu The Trials. The Ultimate Trials. Tschüssi, Leute.